Wir sind live und ich begrüße ganz herzlich alle, die heute hier live dabei sind bei unserem Studystream Hashtag 5. Eine Uni für alle, inklusive Studieren. Und ich begrüße auch alle, die zu einem späteren Zeitpunkt sich dieses Format nochmal anschauen. Das ist der große Vorteil an unserem Livestream, dass man sich den auch danach noch auf dem YouTube-Kanal der Uni Potsdam anschauen kann. Und damit gebe ich auch schon ab an meine Kollegin Magdalena. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Der heutige Livestream, der wird gestaltet von Vera Jü und unserem Kollegen Robert Meile. Wir drei sind die Moderatoren des ModeratorInnen des heutigen Streams. Robert, du bist heute in einer Doppelrolle hier. Du bist als Leiter der allgemeinen Studienberatung, unterstützt du uns heute hier in der Moderation. Und du bist auch Beauftragter für Studierende mit Behinderung und kannst deswegen zum heutigen Thema natürlich auch viel sagen. Schön, dass du dabei bist. Danke. Genau, zudem haben wir natürlich heute auch zwei Gäste da, die wir ganz herzlich hier in der Runde begrüßen. Das ist zum einen unser Kollege Lukas Mielke. Hallo Lukas, du bist Studienberater im Bereich Eine Uni für alle und auch mit uns in der zentralen Studienberatung. Und genau. Hallo, danke für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir einen Studenten gewinnen konnten, der heute den Stream mit uns gemeinsam bestreitet. Das ist Henrik Schmidt. Henrik, du bist Student der Psychologie im Bachelor im vierten Fachsemester. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, unser heutiger Stream gliedert sich in drei Teile. Wir haben einen ersten, etwas allgemeineren Teil, wo es darum geht, inklusiv studieren, eine Uni für alle. Was bedeutet das eigentlich? Im zweiten Teil wird es dann etwas praktischer und wir schauen uns an, welche Aspekte sind bei einem inklusiven Studium eigentlich im Vorhinein zu betrachten in Bezug auf Studienwahl, Bewerbung und Immatrikulation. Und im dritten Teil und im letzten wird es dann darum gehen, wie gestaltet sich eigentlich das inklusive Studium im Studium direkt? Ja, wenn Sie Fragen haben an unsere Gäste, dann können Sie die sehr gerne hier im Live-Chat stellen. Wir würden aus Zeitgründen darum bitten, dass Sie sich vor allem auf allgemeine Fragen konzentrieren und Ihre sehr individuellen Fragen zu Ihren konkreten Fällen können Sie gerne per E-Mail schreiben an eineunifueralle@uni-potsdam.de. An dieser Stelle würde ich jetzt Vera in den Hintergrund verabschieden. Vera wird die Fragen dann moderieren. Und wir vier anderen beginnen nun mit dem ersten Teil zum Allgemeinen, also inklusives Studium an der Uni Potsdam, eine Uni für alle. Meine erste Frage würde an dich gehen, Robert. Was bedeutet denn eigentlich Inklusion im Hinblick auf Chancengleichheit bei uns an der Uni Potsdam? Ja, danke Vera. Ja, nochmal vielen Dank, dass wir heute hier im Studystream sich um dieses Thema dreht, weil das natürlich für mich als Beauftragter auch ein Anliegen ist, das auch öffentlich zu zeigen, wie die Vielfalt insbesondere natürlich in Bezug auf Studierende mit Behinderung an der Universität gestaltet ist. Also nochmal ganz herzlichen Dank auch für dieses Thema. Zu deiner Frage, ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Inklusion ist ja ein sehr großer Begriff, der sehr inflationär auch genutzt wird, vor allem natürlich im schulischen Kontext. Das hat jeder bestimmt schon mal gehört. Man kann diese Frage aus unterschiedlichen Richtungen beantworten. Ich beantworte sie natürlich hier aus meiner Rolle als Beauftragter für Studierende mit Behinderung. Und im Kontext Behinderung bedeutet Inklusion natürlich, dass jetzt an der Universität, dass Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen gleichberechtigt an der Universität studieren können, ohne dass sie gegenüber anderen Studierenden aufgrund ihrer Erkrankung oder ihrer Behinderung einen Nachteil erfahren. Das ist so ein bisschen so allgemein gesagt. Gleichzeitig verstehe ich aber auch Inklusion an einer Hochschule so, dass die Hochschule aufgrund der Verschiedenheit ihrer Mitglieder davon profitiert und eigentlich eher einen Gewinn daraus sieht und Inklusion nicht als Belastung sieht. So könnte man das auch beantworten. Und ich will es vielleicht nochmal abgrenzen von dem Bereich der Integration, weil es ja nochmal deutlicher wird.
dass nicht die Studierenden oder die Menschen hier mit Behinderung oder chronischen Krankheit sich hier an dem System anpassen müssen, sondern dass sich die Hochschule strukturell auch in ihren Gebäuden so gestaltet, dass alle die gleichen Teilhabe- und Bildungschancen haben können. War jetzt sehr viel. Ja, aber vielen Dank. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle auch erstmal ein gemeinsames Verständnis davon bekommen, wovon sprechen wir hier heute. Unser Stream heißt ja, ja, inklusiv studieren. Wir haben an der Uni... Noch mal dazu, Entschuldigung, ja. Martina, also muss auch wissen, Inklusion kann man ja auch aus anderen Richtungen betrachten. Ne? Inklusion umfasst ja eigentlich mehr als nur den Behinderungsbegriff. Das will ich ja Vollständigkeit halber hier nochmal ergänzen. Das trifft natürlich auch Personen mit oder die Aspekte von Hautfarbe oder Herkunft oder Bildungshintergrund. Die sind natürlich mit gemeint und ich sage mal, oder das betrifft auch Inklusion, nicht mit gemeint und auch, so eine Behinderung kommt ja nicht allein, ne, sondern man hat vielleicht auch ein bestimmtes Geschlecht oder eine sexuelle Orientierung. Auch das verstehen wir natürlich an der Hochschule insgesamt unter dem Begriff Inklusion. Ja, danke schön. Lukas, du arbeitest im Bereich eine Uni für alle. Das ist vielen von unseren Zuhörenden, Zuschauenden vielleicht auch schon ein Begriff. Was bedeutet denn diese Wortgruppe eine Uni für alle in dem Zusammenhang Inklusion? Ja, da kann ich daran anknüpfen, was Robert gerade sehr schön beschrieben hat. Erstmal ist es natürlich das, wo wir hinwollen, eine Uni für alle. Das ist unsere Zielvorstellung von der Universität als Ort für Studierende und MitarbeiterInnen, der einfach ein guter Ort ist, wo sie gut studieren und gut arbeiten können. Und eine Uni für alle deutet für mich auch auf den Kerngedanken hinter Inklusion an und räumt auch so ein bisschen mit einem populären Missverständnis auf, dass es nämlich bei Inklusion nicht um Spezialregelungen für eine eingegrenzte Klientel geht, sondern darum, wirklich materielle und ideelle Bedingungen herzustellen, die für alle Teilhabe an der Universität und natürlich auch gesamtgesellschaftlich ermöglichen. Und genau, da ist die Frage der Behinderung oder nicht immer geknüpft auch an andere Zuschreibungen. Und eine Uni für alle ist natürlich auch, also nicht nur ein Slogan, sondern auch ein Ideal, dem man sich annähert. Das ist nichts, was wir jetzt in 3 bis 5 Jahren irgendwie schnell herstellen können, sondern das ist eine Bewegung, wo man auch immer wieder hinterfragen muss, was haben wir gerade erreicht, an welchem Punkt sind wir, was ergeben sich vielleicht für neue Fragen und Probleme, aber was haben wir auch schon so richtig gut geschafft. Ich denke, da ist die Uni Potsdam auch auf einem guten Weg. Und wenn wir von Inklusion sprechen, finde ich, ist auch nochmal wichtig, dass das fängt an bei uns, bei unserem Denken, bei unseren Einstellungen, und wie wir uns die Welt so ordnen und vor allem, dass wir auch hinterfragen, was so als Normalität gilt. Und was ich an Inklusion auch schön finde, davon gibt es nicht zu viel oder davon kann es konzeptionell eigentlich nicht zu viel geben. Und in diesem Sinne, finde ich, läuft in diesem Namen für unseren Beratungsbereich, aber auch diesem Slogan eine Uni für alle relativ viel zusammen. Deswegen gefällt der mir persönlich ganz gut. Beantwortet das die Frage? Ja, vielen Dank. Mich würde vielleicht nochmal interessieren, Henrik, für dich als Studierender und vielleicht auch aus der Gruppe, die das vielleicht auch noch ein bisschen mehr trifft als andere, was bedeutet denn Inklusion für dich? Oder wie nimmst du die Hochschule, die Uni Potsdam insbesondere wahr in ihrem inklusiven Denken und Handeln vielleicht? Also danke, dass ich dazu auch was beitragen kann. Ich finde, dass... Also ich sehe das Thema Inklusion ja aus einem spezielleren Fall. Ich mit meiner Behinderung, ich sitze im Rollstuhl und habe deswegen immer noch so eine Riesenblase an Planung, die ich extra im Kopf haben muss. Also nicht nur, wo muss ich sein und wann muss ich sein, sondern auch noch, wie komme ich da hin, komme ich da überhaupt hin? Und da ist halt zum Beispiel für mich ein großer Teil der Inklusion, dass ich das auch auf mich zugegangen wird. Das heißt, wenn ich mich dann bei den Dozierenden, bei den Lehrpersonen melde und davon mich quasi anmelde und sage, ich würde gerne teilnehmen, wie ist das gestaltet, dass dann auch auf mich zugegangen wird. Und das habe ich bis jetzt hier in Potsdam immer erfahren können, dass dann immer überlegt wurde, teilweise wurden Seminarräume für mich verlegt und
ja, sowas ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig für mich, dass ich halt weiß, okay, ich muss es nur irgendwie, ja, merkbar machen, ich muss auf mich aufmerksam machen und dann kann ich auch wirklich an allem teilnehmen, was ich auch, woran ich teilnehmen möchte. Und das ist ja für mich das Wichtigste, dass ich mich da gut aufgehoben fühle und nicht von vornherein schon denken muss, ah, okay, vielleicht kann ich da überhaupt gar nicht teilnehmen, dann mache ich das lieber erst gar nicht, sondern ich weiß, ich muss auf mich aufmerksam machen und dann wird umgeplant, dann wird geschaut, ob da was geht. Ja, ich danke euch für eure Gedanken und Perspektiven auf dieses Thema, was Inklusion eigentlich bedeutet und eine Uni für alle. Wenn wir an eine Uni für alle denken, Robert, in deiner Funktion als Beauftragter für Studierende mit Behinderung, was kommen denn da so für Anfragen an dich zu? Also was für Barrieren können dann bei so einem Studium an einer Uni zum Beispiel auftreten? Ja, die können ganz unterschiedlich sein, ne? Also wie alle Studierende auch natürlich unterschiedliche Bedürfnisse haben oder unterschiedliche Lebensumstände, sind natürlich auch die Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit unterschiedlich, weil sie natürlich immer eine andere Geschichte oder eine andere Behinderung oder Krankheit mitbringen, ja? Für Henrik beispielsweise ist es wichtig, dass Gebäude barrierefrei sind, dass der Aufzug funktioniert, dass auch, und nicht nur an der Uni, dass auch der Weg am Bahnhof, dass die Rampe da nicht zugestellt ist, dass kein E-Roller im Weg steht und solche Geschichten. Das ist zum Beispiel, wäre für Henrik vermutlich die größte Barriere, mit der er sich beschäftigen muss. Gerade in der Planung, wenn ich vielleicht häufige Wechsel habe, auch auf dem Campus Golm, wer schon mal in Golm war, weiß, wie lang da auch die Wege sein können. Und wenn da eine Baustelle jetzt plötzlich wieder in entstehen ist, dass da auch entsprechend Umfahrungen dann möglich sind. Für andere Studierende, also die andere große Gruppe sind beispielsweise Studierende mit psychischen Erkrankungen oder mit Erkrankungen, die phasenartig verlaufen. Das heißt, man hat mal Phasen, wo es einem sehr gut geht und wo es dann wieder Phasen gibt, wo man vielleicht nochmal eine Behandlung anschließen muss oder in einem Krankenhaus sein muss. Und da können beispielsweise Strukturen auch an der Hochschule eine Barriere sein. Das heißt, es könnten Prüfungstermine sein, an denen ich vielleicht aufgrund meiner Erkrankung ad hoc nicht teilnehmen kann. Das könnte eine Barriere sein, dass man dann beispielsweise Prüfungstermine nicht verschieben kann oder es keinen alternativen Termin gibt. Und zusätzlich, das kann dazu führen, dass man beispielsweise in seinem Studium langsamer vorankommt, weil einem dieses Modul, der Abschluss des Moduls oder der Prüfungsleistung fehlt, um das Folgemodul im nächsten Semester besuchen zu können. Es können Praktika sein, es können Laborpraktika sein, also beispielsweise, wenn es im Labor keinen unterfahrbaren Laborarbeitsplatz gibt, dann kann das eine Barriere für einen Menschen oder für einen Studierenden mit Behinderung sein. Manche durch lange Abwesenheiten verlieren auch den Anschluss an Lerngruppen. Wir wissen ja, wie wichtig es ist, auch sozial in der Hochschule integriert zu sein. Das haben wir nochmal in den 2 Jahren in Corona nochmal ganz deutlich erlebt. Und wir wissen, Studierende kommen natürlich dann besser voran, wenn sie eine feste Lerngruppe oder eine Peergroup haben, mit denen sie sich austauschen können. Wenn ich länger ausfalle oder nicht so häufig zur Hochschule kommen kann, dann verliere ich oft den Anschluss und erlebe dadurch natürlich einen Nachteil gegenüber meinen anderen KommilitonInnen. Genau, das sogar vielleicht ganz grob zusammengefasst, aber es ist immer sehr individuell, ne? Also das empfindet jeder natürlich auch anders oder jede. Und je nach Studiengang wirkt sich das auch ganz unterschiedlich auf die Personen dann aus. Okay, also ich höre raus, Situationen sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich, kommt immer ganz individuell darauf an. Wir kommen im dritten Teil ja auch nochmal darauf zu sprechen, was man machen kann, wenn man selbst eine Behinderung zum Beispiel hat und an wen man sich da zum Beispiel wenden kann. Mich würde nochmal interessieren, von wie vielen Studierenden sprechen wir eigentlich so, wenn wir jetzt an die Uni Potsdam denken? Von wie vielen reden wir eigentlich? Das kann ich gar nicht so genau beantworten, weil wir das ja nicht erheben. Also wir erheben ja bei der Immatrikulation nicht so Aspekte wie Erkrankung oder Behinderung. Das fragen wir ja nicht ab, weil das ja auch erstmal für uns ja überhaupt Daten darstellen, die keine Rolle spielen. Es gibt aber Daten des Deutschen Studentenwerks, die machen alle paar Jahre eine Umfrage, die heißt beeinträchtigt studieren. Das ist ein bisschen wie die Sozialerhebung. Und daher wissen wir, dass das Land Brandenburg ungefähr 13% der Studierenden
an unserer Universität mit einer Beeinträchtigung studieren. Bei ca. 22.000 Studierenden sind das vielleicht so 2.600. Das ist relativ viel. Ich sage immer, das sind mehr Studierende als die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde insgesamt an Studierenden hat. Also es ist eine relativ große Gruppe. Nicht jede Person erlebt aber aufgrund ihrer Beeinträchtigung auch tatsächlich eine erschwerte Barriere oder Teilhabemöglichkeit, die sie daran hindert, irgendwie gut voranzukommen. Die Erhebung zeigt, dass ungefähr 60% dieser 2.600, also ein bisschen über 500 Studierende tatsächlich auch merken, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung oder ihrer Behinderung auch in ihrem Studium nicht so gut vorankommen wie ihre Kommilitoninnen. Das ist echt interessant. Ich denke, das hat vielleicht auch einige von den Zuhörenden, Zuschauenden überrascht. Mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Das war schon der erste knackige Block. Und wir würden jetzt reinstarten und so ein bisschen konkreter werden. Wie kann sich ein Studium mit einer Behinderung oder wie kann sich eine Behinderung auswirken auf die Studienwahl zum Beispiel, auf Bewerbung und Immatrikulation? Also alles, was sich so noch in der Studienvorphase abspielt. Da würde ich für die Moderation jetzt erstmal an dich, Robert, abgeben. Genau, ich gehe mal, wir wollen ja wieder beim Thema über Studienwahl. Henrik, mich würde natürlich für dich, du hast ja vor 2 Jahren an der Uni Potsdam angefangen mit einem Studium und mich würde natürlich interessieren, wie bist du eigentlich auf deinen Studiengang gekommen? Also warum sollte es Psychologie sein? Und im Gegensatz zu vielleicht zu deinen Freundinnen, hast du gemerkt, dass es nochmal für dich ein anderer Aufwand war oder gab es besondere Informationen, die du gebraucht hast oder Schwierigkeiten, mit denen du umgehen musstest gegenüber vielleicht Personen, die jetzt nicht den Rollstuhl nutzen? Also die Entscheidung für das Studienfach kam tatsächlich final erst kurz bevor ich mich auch beworben habe. Das war gerade in der Zeit, also ich bin nach dem Abitur direkt ins Studium gestartet. Das war noch während der Abiturvorbereitung. Und da habe ich so für mich so ein bisschen versucht auszuloten, wo sehe ich mich später, was sind meine Interessen, bin dann auf die Psychologie gekommen und habe in dem Zusammenhang dann auch mit Lehrern an meiner Schule zum Beispiel gesprochen. Und die haben mir den Hinweis zur Uni Potsdam gegeben, dass wir hier eben eine gute Aufstellung, was die Psychologie angeht, vom Lehrstuhl haben und dass es auch eine breite Aufstellung an Hilfestellungen, an Support gibt für meinen Fall mit meiner Behinderung, die Behinderung kam nämlich gerade in dieser Zeit des Abiturs, da hatte ich meinen Unfall und ja, dann habe ich mich nach dem Abi einfach mal so ein bisschen im Netz durchgeklickt, was es da so gibt, bin dann auf ihre Anlaufstelle gestoßen und dann war es eigentlich relativ zügige Kontaktaufnahme und Beraten am Telefon. Das war erstaunlich einfach. Ich hatte mir das schwieriger vorgestellt. Ich bin generell jemand, der zu viel Sachen durchplant und es dann am Ende doch wieder über den Haufen wirft und ganz anders macht. Und deshalb war ich auch so ein bisschen aufgeregt, aber am Ende war es einfacher, als ich dachte. Ne? Also durch die Unterstützung, durch die einzelnen Schritte, durch die ich dann durchgeführt wurde, ja, was muss ich jetzt bei meiner Bewerbung im Vergleich zu anderen Studierenden beachten? Also zum Beispiel Stichwort Härtefallantrag, den es da gibt. Solche Sachen wurden mir dann nahegelegt, davon berichtet und dann konnte ich mich damit auch in Ruhe auseinandersetzen, mir das alles durchlesen, das Ganze dann auch stellen am Ende und deswegen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, es wird für mich viel, viel schwerer. Es war halt gut, dass ich diese Anlaufstelle gefunden habe und deshalb würde ich auch empfehlen, wenn jemand über ein Studium nachdenkt, sei es an der Uni Potsdam oder auch an anderen Standorten, wenn es in Kombination mit einer Behinderung oder sonstiger Beeinträchtigung ist, schauen, ob man so eine Anlaufstelle findet, die einem da weiterhelfen kann, denn das war wirklich Gold wert für mich am Anfang. Ja, danke. Bist du gut angekommen, das empfehle ich auch. Und meine allgemeine muss man natürlich sagen,
ob das jetzt, ob man jetzt Behinderung hat oder nicht. Ne? Man muss natürlich erstmal für sich herausfinden, welcher Studiengang, welche Hochschule passt zu mir. Und manchmal gibt es eben vielleicht behinderungsspezifische Anforderungen, die man beachten soll. Ne? Ich empfehle jedem, der sich bei mir meldet, sich die Hochschule mal anzuschauen. Ne? Gerade bei Henry, ich glaube, wir haben eine Campusführung gemacht, dass man auch mal das abfahren kann und zu gucken kann, komme ich denn überall rein? Bei anderen Behinderungen, bei blinden Personen würden wir auch mal über den Campus gehen, um dass die ein Gefühl davon kriegen, kann ich denn tatsächlich auch selbstständig oder möglichst selbstständig und allein hier auch mein Studium betreiben? Anderen Personen kann es wichtig sein, kann die Größe der Hochschule wichtig sein. Ne? Dann gucken wir uns an, wie groß ist so ein Hörsaal. Wir empfehlen auch vielleicht mal am Schnupperstudium teilzunehmen, am Hochschulinformationstag teilzunehmen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass ich mit meiner Studienwahl auch den richtigen Studienort finden kann. Mit allem, auch was die Universität Potsdam so spezifisch macht. Gerade dieser Standortwechsel können ja vielleicht bei einem Zweifach-Bachelor-Studium schon eine Herausforderung sein, wenn ich eben nicht so mobil bin oder beispielsweise, genau. Und dazu haben wir verschiedene Angebote. Ne? Wir haben auch, sage ich vielleicht nachher nochmal, auch ein studentisches Team bei uns, die dann auch solche Campusführungen mal organisieren, mit denen man auch aus studentischer Perspektive mal sprechen kann, weil ich mir vorstellen kann, bevor man sich vielleicht an mich wendet, ist ja schon auch so eine Art Institution, dass natürlich keine Angst haben, Sie kennen mich ja jetzt, aber manchmal ist es ein bisschen niederschwelliger, vielleicht dann auch mal erstmal mit einem Studierenden zu sprechen, wie so ein Studium dann ganz praktisch hier aussehen kann. Und manchmal empfehle ich auch, dann konkret Kontakt auch zu dem Fachbereich aufzunehmen. Ja, also gerade bei so bei der Chemie oder bei Biologie, wenn dann, dass man gucken kann, kann ich denn auch mit meiner Beeinträchtigung dann am Labor die Laborpraktika absolvieren oder solche Geschichten, wie ist eigentlich die konkrete Ausstattung, wenn Ausstattung für mich ein Thema ist mit meiner Art von Beeinträchtigung. Super, ich glaube, damit haben wir schon eine Menge an Tipps beisammen, was man so alles beachten kann, wenn man sich für einen Studiengang entscheiden möchte, ob nun mit oder ohne Behinderung, waren das, glaube ich, für alle wertvolle Tipps. Und dann, wenn man sich entschieden hat, kommt natürlich die Bewerbung. Also wenn es einfach ist, was ein Numerus Clausus hat, muss man sich ja bewerben bei uns an der Uni Potsdam. Robert, mal vielleicht so am Anfang in deine Richtung gefragt, welche Rolle kann denn eine Behinderung bei einer Bewerbung spielen für einen Studiengang? Das kann eine Rolle spielen aus zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten. Henrik hat es vorhin schon gesagt, er hat einen Härtefallantrag innerhalb der Bewerbung gestellt. Ich muss jetzt aber noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Also das, was ich jetzt erzähle, ne, das gilt tatsächlich nur für Studiengänge, die eine örtliche Zulassungsbeschränkung haben, also ein NC. Das heißt, wenn ich im Auswahlverfahren mit anderen konkurriere und dann vielleicht aufgrund einer hohen Bewerberanzahl vielleicht darum fürchten muss, keinen Studienplatz zu bekommen. Bei zulassungsfreien Studiengängen muss man in der Regel gucken, gibt es eine Eignungsprüfung, aber dann und erfülle ich die Zugangsvoraussetzungen insgesamt. Wenn es aber darum geht, mich für einen Studiengang zu bewerben, der eine Zulassungsbeschränkung hat, da gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten, eigentlich sind es nur zwei. Man kann innerhalb der Bewerbung einen Nachteilsausgleich beantragen. Und da gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die erste Möglichkeit wäre, einen Antrag auf Verbesserung der Wartezeit zu stellen. Das zielt vor allem auf Personen, die auf dem Weg zur Erlangung ihrer Hochschulzugangsberechtigung, muss ja nicht immer das Abitur sein, kann auch eine andere Art von Hochschulzugangsberechtigung sein, dass da ein Ereignis aufgetreten ist, dass das Erreichen der Hochschulzugangsberechtigung verzögert hat. Ja, Henrik, zum Beispiel bei Henrik, wir waren mal bei dem Beispiel, weil er auch gerade hier bei uns mit dabei ist, also eine Person hat einen Unfall und auf dem Weg zum Abitur, vielleicht in der 11. Klasse beim 12-jährigen Abitur, und muss sehr lange behandelt werden und muss dann aufgrund dieses Unfalls ein Jahr wiederholen. Also dann führt die Schule sagen, weil er vielleicht so viel Unterricht versäumt hat und muss die 11. Klasse nochmal machen. Ohne diesen Unfall hätte die Person aber das Abitur schon ein ganzes Jahr früher erreichen können. Und das wäre so ein typischer Fall, sich zu überlegen, vielleicht so einen Antrag auf Verbesserung der Wartezeit zu stellen. Können gegebenenfalls zwei Wartesemester anerkannt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die
Also dass dieses Schuljahr aufgrund des Unfalls wiederholt werden musste. Im Einzelfall empfehle ich natürlich immer, sich vorab mit mir auseinanderzusetzen. Dann können wir auch nochmal gucken, welche Unterlagen braucht man da. Ja, neben den ärztlichen Gutachten eben auch schulische Gutachten beispielsweise. Genau, das gibt aber auch, das war jetzt so ein behindertenspezifisches Beispiel, aber es kann auch andere Beispiele geben, wenn ich zum Beispiel innerhalb auf dem Weg zum Abitur ein Kind bekommen habe und ein Jahr in Elternzeit war. Das könnte auch dazu führen, dass man Antrag auf Verbesserung der Wartezeit stellen kann. Oder wenn man im Leistungssport aktiv war und aufgrund der vielen Teilnahmen an Wettbewerben oder Olympia im Prinzip dadurch ein Schuljahr wiederholen musste. Das ist das Erste. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, das nennt sich, das ist auch ein Nachteilsausgleich, das ist der Antrag auf Verbesserung der Durchschnittsnote. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie das, was ich eben beschrieben habe. Ja, manchmal gibt es auf dem Weg zum Abitur bestimmte Ereignisse, die dazu geführt haben, dass das erwartete Ergebnis schlechter geworden ist. Ja, also ich bleibe mal in meiner Rolle als Beauftragter für Studierende mit Behinderung, weil das für mich natürlich am einfachsten ist. Also, dass ich vielleicht auch eine Erkrankung habe, sehr viel oder hatte auf dem Weg zum Abitur, vielleicht eine Krebserkrankung oder eine andere Autoimmunerkrankung und die dazu geführt hat, dass ich eine sehr lange Behandlung hatte, viel Unterricht versäumt habe, dann aber nicht, vielleicht nicht das Jahr wiederholen musste, sondern gleich weitergemacht habe in der Schule, dadurch aber vielleicht die Abiturprüfungen schlechter ausgefallen sind, weil ich so viel Unterricht versäumt habe. Das könnte man im Rahmen des Nachteilsausgleichs, also des Antrags auf Verbesserung der Durchschnittsnote, könnte man im Bewerbungsverfahren den Antrag stellen, die Durchschnittsnote zu verbessern. Dazu muss man auch ein ärztliches Attest einreichen in diesem Fall, aber es muss auch nachgewiesen werden, dieser Notenabfall muss erkennbar sein, beispielsweise in den Zeugnissen, und auch die Schule muss mit einem Schulgutachten im Prinzip belegen, dass das erwartbare Ergebnis nicht erfüllt werden kann. Das ist ein bisschen komplizierter, ihr merkt schon, kann da keine ganz genaue Aussage treffen, weil wir da immer im Einzelfall gucken müssen, wie war das konkrete Ereignis, welche Nachweise und Atteste sind eingereicht worden und wird dann plausibel auch dargelegt, dass das erwartbare Ergebnis hätte besser sein können. Ja, und da seht ihr schon relativ schwierig, ne? Wir wissen ja auch, Abiturprüfungen sind ja auch für andere Personen natürlich eine andere Herausforderung als eine normale Prüfung so in der Schule. Diese Personen werden dann, wenn das anerkannt wird, werden sie innerhalb des Bewerbungsverfahrens, werden diese Kenngrößen angepasst. Ja, das heißt, also wir vergeben ja bei zulassungsbeschränkten grundständigen Studiengängen 80% der Studienplätze nach Durchschnittsnote und 20% nach Wartezeit. Wenn mein Antrag erfolgreich war auf Verbesserung der Durchschnittsnote, dann bin ich in der Rangfolge Durchschnittsnote, beispielsweise rücke ich da ein Stück nach oben als die Note, die auf meinem Zeugnis steht. Genauso wie bei der Rangfolge nach Wartezeit. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich dann auch einen Studienplatz bekomme. Das will ich nochmal deutlich sagen. Sondern im Auswahlverfahren werden zwar diese Kenngrößen angepasst, aber das Ergebnis des Auswahlverfahrens könnte trotzdem sein, dass ich dann auch aufgrund der angepassten Abschlussnote oder der Wartezeit eben keinen Studienplatz erhalten kann. Die zweite Möglichkeit ist der sogenannte Härtefallantrag, der ist Antrag auf sofortige Zulassung im Rahmen der außergewöhnlichen Härte. Bisschen kompliziert, wir sagen immer Härtefallantrag. Im Härtefallantrag, da spreche ich jetzt auch wieder für den Fall für Bewerberinnen und Bewerber mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung. Dazu muss man wissen, dass das auch natürlich nur für zulassungsbeschränkte Studiengänge gilt. Und es gibt aber nur 3% der Studienplätze, die nach einem Härtefall vergeben werden können. Das heißt, wenn wir bei Psychologie bleiben, gehen wir mal davon aus, es gibt 100 Studienplätze, sind das insgesamt 3 Plätze pro Jahr, die über eine Härtefallquote vergeben werden können, wenn entsprechend viele anerkannte Härtefallanträge auch vorliegen. Ja, man kann nicht erfolgreich sein, das kann ich auch jetzt nur so ein bisschen theoretisch umreißen, weil wir da auch immer den Einzelfall prüfen müssen. Die Erfahrung zeigt, ein Härtefall kann anerkannt werden, wenn eine Art von Behinderung vorliegt, die vielleicht in den nächsten Jahren deutlich, also wo die Studierfähigkeit in den nächsten Jahren vielleicht deutlich verschlechtert wird. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht eine Person, die eine Augenkrankheit hat und wo klar ist, dass die in den nächsten Jahren erblinden wird oder die Sehfähigkeit so stark abnimmt, dass sie
deutliche Schwierigkeiten haben wird, am Studium teilzunehmen, als wenn sie jetzt sofort anfängt mit einem Studium. Das könnte ein Härtefall sein. Ja, also das ist die Kategorie, ich muss sofort anfangen, weil ich nicht warten kann. Die andere Kategorie wäre, das könnten Personen sein, die eine Krankheit oder Behinderung haben, die keine alternativen Lösungen haben oder keine alternativen Überbrückungsmöglichkeiten haben, wenn ich es mal so beschreibe. Also vielleicht Henrik, ne? Also Personen, die im Rollstuhl sitzen, haben es vielleicht schwieriger, einen Nebenjob zu führen. Henrik könnte jetzt, ist schwierig, im Restaurant zu kellnern. Ja, oder vielleicht andere so typische Aushilfstätigkeiten zu machen, manchmal sogar schwierig, ein FSJ zu machen oder ein Auslands-, also die typischen Gap Years oder so. Ne? Das ist oft für Menschen mit Behinderungen schwieriger zu realisieren. Wenn das vorliegt, kann auch im Prinzip aus der Kategorie, wenn ich es mal so beschreibe, es gibt keine geeigneten Überbrückungsmöglichkeiten, das kann ein Härtefall sein. Jetzt muss man dazu wissen, dass gerade für den Studiengang Psychologie sehr viele Härtefallanträge eingehen, wir aber nur maximal 3 Plätze über einen Härtefallantrag vergeben können. Das bedeutet, selbst wenn ich ein anerkannter Härtefall bin und wir in der Kommission entscheiden, ja, das ist ein Härtefall, führt das nicht automatisch zu einer Zulassung zu einem Studium, weil auch innerhalb, also wenn mehr Anträge eingehen, als wir Plätze vergeben können, nochmal ein Ranking durchführen müssen. Also wir müssen dann entscheiden, was ist denn die härteste Härte sozusagen, also welche Person müsste dann tatsächlich zuerst einen Studienplatz bekommen. Und da bilden wir eine Rangfolge. Und das können eben nur bis zu 3 Personen sein. Auch hier empfehle ich, sich vorab vor Antragstellung beraten zu lassen. Henrik hat das ja, haben das ja auch gemacht, sind das im Einzelfall auch durchgegangen. Können wir auch nochmal ein paar Tipps geben, auch insbesondere was die Atteste betreffen oder wie was man noch vielleicht für Unterlagen einzureichen hat. Man darf sich, aber das ist nur meine Message, man darf sich nicht allein auf diesen Härtefallantrag verlassen. Also Sie sollten den in jedem Fall stellen, wenn Sie ein Härtefall sind, aber es führt nicht automatisch auch zu einer Zulassung zu einem Studium. Genau. Henrik, vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie es bei dir war. Du hast schon vorhin nur kurz angedeutet, du hast einen Härtefallantrag gestellt. Kannst du dich noch daran erinnern? Das ist ja schon 2 Jahre her. Aber vielleicht, was vielleicht so die Herausforderungen auch waren, diesen Antrag zu stellen? Ja, also bei mir, ich war mir halt sehr, sehr unsicher, falle ich da jetzt rein, sind meine Bedingungen quasi hinreichend, ausreichend für diesen Härtefall, dass ich dann auch als Härtefall eingestuft werde. Und generell war und bin ich halt immer so ein Mensch, der eher zurückhaltend ist und vielleicht die Dinge, die ich eigentlich brauche, auf die ich angewiesen bin, gar nicht so richtig geltend macht. Deswegen war das für mich mehr so eine ja, mentale Hürde, das doch zu machen und doch diesen Antrag zu stellen, als es tatsächlich bürokratisch oder vielleicht ja tatsächlich die Hürde war, dass ich tatsächlich als Härtefall gelte. Aber ich kann, wie du schon gesagt hast, kann ich nur sagen, lieber stellen und versuchen, das geltend zu machen, als am Ende da zu sitzen und ja dann doch warten zu müssen, obwohl man es eigentlich hätte schaffen können. Und wenn es doch nicht klappt, dann hat man es wenigstens versucht. Also das war für mich am Ende der Gedanke, der mich dann doch überzeugt hat, es zu machen und den Weg zu gehen, damit ich alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft habe. Ja, danke, genau. Also meine Message auch nochmal, jetzt Werbungsphase beginnt ja bald für grundständige Studiengänge, voraussichtlich ab Juni, sich vorab beraten zu lassen bei mir. Beispielsweise, um da Kontakt aufzunehmen und dann können wir uns das im Einzelfall dann ganz genau nochmal angucken und dann entscheiden, was man vielleicht noch braucht und wie die Erfolgschancen voraussichtlich vielleicht sogar sein könnten. Genau. Ja, wunderbar. Dann, nachdem wir uns jetzt so angeschaut haben, was ist vor dem Studium, könnte da zum Beispiel wichtig sein zu beachten, würden wir jetzt übergehen zum Teil im Studium, inklusiv studieren. Was spielt da so alles eine Rolle? Und wir würden uns auch wieder so ein bisschen dem Thema etwas allgemeiner nähern. Und Lukas, da würde ich dich jetzt mal ansprechen. Du arbeitest ja an einer Beratungsstelle der Uni Potsdam, die sich mit dem Thema beschäftigt. Aber das wirst du gleich auch nochmal sicher sagen. Welche Maßnahmen gibt es denn zum Beispiel bei uns, die ein ja gleichberechtigtes und chancengleiches Studium ermöglichen sollen?
Also, ich fange jetzt mal nicht mit meiner ureigensten Arbeit an, das mache ich dann gleich im Anschluss. Es gibt da eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also, Robert hat ja schon den Bereich der Verwaltungs- oder den gesamten verwalterischen Bereich sehr gut abgehandelt. Wer sich vielleicht einen Überblick verschaffen möchte, Studieninteressierte, Studierende, alle möglichen interessierten Personen, kann mal in unser Inklusionskonzept schauen. Das Inklusionskonzept, da haben unterschiedliche Akteure im Jahr 2020 dran gearbeitet, unter anderem auch wir in der zentralen Studienberatung. Was ist das, worum geht's da? Das ist quasi ein Konzept, in dem die Uni darlegt, wie sie sich selbst verpflichtet hat, sich inklusiver zu gestalten. Und da sind also übergreifende Vorhaben festgehalten, Ziele festgehalten, Maßnahmen und auch Akteure, die im Bereich Inklusion tätig werden. Denn das Ganze geht ja nur überfachlich. Ne? Da müssen verwalterische Einheiten mitspielen, die Fächer und natürlich auch wir. Und das stellt eine Gesamtstrategie dar, die übergeordneten Ziele hat, erstmal Inklusion als Thema herauszustellen, die Relevanz auch nochmal darzustellen und überhaupt zu kommunizieren, Diskriminierung entgegenzuwirken, angemessene Unterstützungsangebote, da komme ich dann auch gleich zu meiner Arbeit, bereitzustellen und auch zu evaluieren, auch den MitarbeiterInnen mit Behinderung und chronischer Erkrankung adäquate Arbeitsbedingungen zu ermöglichen und bauliche, technische Barrierefreiheit zu verbessern und das habe ich am Anfang schon angesprochen, so einen Reflexionsprozess zu initiieren und auch zu verstetigen, dass halt Inklusion etwas ist, worüber wir eigentlich stetig nachdenken müssen. Das wäre das Konzept, was wir auf unserer Homepage hinterlegt haben, empfehle ich zur Lektüre unbedingt. Eine Uni für alle, also der konkrete Arbeitsbereich innerhalb der zentralen Studienberatung, in dem ich noch zusammen mit einer anderen Kollegin arbeite. Worum geht's da? Soll ich damit jetzt gleich weitermachen oder? Okay. Das ist ein überfachliches Angebot, was wir speziell für Fragen rund ums wissenschaftliche Arbeiten und um studienorganisatorische Probleme und Anliegen etabliert haben. Das ist aus einem Projekt hervorgegangen und ist jetzt mittlerweile verstetigt worden. Und der Fokus liegt da auf einer Konzipierung und Durchführung von Beratungsangeboten, Einzel- und Gruppenangeboten, und aber auch für Studierende und aber auch Fortbildungsangebote für andere Universitätsangehörige, Mitarbeiterinnen. Das heißt, Inklusion geht also auch auf unterschiedlichen Ebenen, funktioniert das nur. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, ich könnte ja vielleicht mal ein paar Beratungsanliegen heraussuchen, die da so typisch sind. Wir versuchen also dort zu unterstützen, wo eine Mehrfachbelastung im Studium zum Tragen kommt, zum Beispiel das Studium mit anderen Lebensbereichen gut in Einklang gebracht werden kann. Das kann mit einer Behinderung zu tun haben, mit einer chronischen Erkrankung, aber eben nicht nur. Wir möchten eben, dass Benachteiligungen, die vielleicht Behinderungen mit sich bringen können, gut aufgefangen werden. Ganz konkret kommen zu uns immer wieder Studierende mit Themen rund um Schreibproblematiken, das wissenschaftliche Schreiben, Aufschieben, Prokrastination, aber auch sowas wie Prüfungsstress, Motivationsfragen und das große Thema ja Zeitplanung, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und das ist bedarfsorientiert und sehr individuell. Das hat Robert auch schon gesagt, da gibt es selten die eine Regel, die so für alle gilt. Wir gucken uns auch konkret in unseren Gesprächen an, ist es vielleicht punktuell gerade nur der Bedarf da oder ergibt sich der Bedarf, einen Studierenden über auch eine längere Zeit zu begleiten. Und das ist auch möglich bei uns, zum Beispiel über den Zeitraum des Anfertigens einer Abschlussarbeit. Ne? Und das heißt, es gibt Einzelberatungen und Workshops, sodass wir auch Studierende zusammenbringen können, dass einfach die Studierenden sehen, dass sie vielleicht nicht die einzigen sind, die ganz also diese ähnliche Herausforderungen im Studium haben und sich auch untereinander austauschen können. Genau. Wer kann zu uns kommen vielleicht noch? So ein bisschen. Liegt ja schon so ein bisschen im Namen, alle. Aber natürlich haben wir einen speziellen Fokus, beziehungsweise besonders ausgerichtet sind wir eben auf Studierende mit Behinderung, chronischer Erkrankung, aber auch die Pflegeaufgaben vielleicht haben. Oder unter einer
gerade sehr starken Belastung stehen und eben sich aus einer nicht rein fachlichen Problematik heraus im Studium eine Unterstützung wünschen. Da sind wir da. Dankeschön. Das heißt, wenn man da Unterstützungsbedarf hat, kann man auf der Homepage eine Uni für alle eure Kontaktdaten finden. Ihr bietet eine offene Sprechzeit an und vergebt auch Einzeltermine, soweit ich weiß. Ja. Genau, das ist so die offenen Sprechzeiten. Da kann man einfach ohne Terminvereinbarung durchrufen, gerade nur telefonisch und via Zoom. Und ja, im Prinzip kann man uns eine E-Mail schreiben. Wir finden relativ schnell, wir sind zwei Personen, über die ganze Woche ist immer eine Person da. Wir finden relativ schnell auch einen individuellen Termin, wenn mal ein Workshop-Termin oder wenn die Sprechzeit mal in eine Zeit fällt, die für Studierende nicht gut leistbar ist, dann soll das kein Problem darstellen. Und schaut einfach vorbei. In dem Sinne, keine Berührungsängste müssen da gezeigt werden. Ja, vielleicht nochmal ergänzend dazu, wenn das alles nicht hilft oder wenn man vielleicht noch was anderes braucht, gibt es auch für das Studium Nachteilsausgleich. Ich würde gerne gleich mal dazu überleiten. Manchmal gibt es ja, also vielleicht für alle, was sind Nachteilsausgleiche eigentlich? Nachteilsausgleiche sollen die gleichberechtigte Teilhabe in der Studienorganisation, in der Prüfungsorganisation ermöglichen und vor Diskriminierung schützen. Das kann Personen treffen, die eine Behinderung haben und vielleicht behinderungsspezifisch eine Modifikation ihres Studiums oder ihrer Prüfungsorganisation benötigen. Aber es kann auch Personen treffen, die Pflegeaufgaben haben oder im Leistungssport beispielsweise aktiv sind. Also ich habe gerade gesagt, wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen, wir hatten ja Nachteilsausgleiche schon in der Bewerbung. Nachteilsausgleiche gibt es auch im Studium. Ich glaube, das ist deutlich wichtiger als der Aspekt in der Bewerbung, weil auch wenn man nicht über einen Nachteilsausgleich, über einen Härtefallantrag seinen Studienplatz bekommen hat, kann natürlich jede Person trotzdem auch einen Antrag auf Nachteilsausgleich stellen. Warum ist das so wichtig? Ich habe das vorhin schon gesagt, manchmal ist es wichtig, dass bestimmte Personen beispielsweise für die Anfertigung von Abschlussarbeiten oder Hausarbeiten eine Zeitverlängerung bekommen, weil sie im Gegensatz zu ihren Kommilitoninnen durch eine Erkrankung beispielsweise nicht 100% leistungsfähig sind oder weil sie öfter eine Physiotherapie oder so aufsuchen müssen und dadurch im Prinzip eigentlich nicht chancengleich die gleiche Bearbeitungszeit haben, und das soll beispielsweise ausgeglichen werden. Ja, das kann auch sein. Nachteilsausgleich kann sich auch auf die Prüfungsanmeldung auswirken. Ich habe schon mal kurz gesagt, es gibt viele Personen, die schubartige Erkrankungen haben. Und wenn sie beispielsweise in Lehrveranstaltungen teilnehmen, die mit der Anmeldung zur Prüfungsleistung verknüpft sind und dann im Laufe des Semesters feststellen, dass sie die Leistung nicht erfolgreich abschließen können oder an der Klausur am Ende nicht teilnehmen können, dass sie sich dann auch noch abmelden können, um dann nicht im Prinzip Prüfungsversuch einzusetzen, den sie gar nicht in Anspruch nehmen. Das könnten Nachteilsausgleiche sein. Henrik, vielleicht für dich, du hast schon ein paar Mal genickt. Gibt es da, was nutzt du denn oder was ist denn im Rahmen von Nachteilsausgleichen, was ist dir denn besonders wichtig, für ein erfolgreiches Studium nutzen zu können? Also bei mir zum Beispiel beim Thema Prüfungen, da, was meinen Nachteilsausgleich betrifft, ich kann in einem eigens dafür vorgesehenen Raum schreiben. Da befinde ich mich zum Beispiel auch gerade drin, wo ich häufig meine Prüfungen geschrieben habe, weil hier zum Beispiel mit höhenverstellbaren Tischen gearbeitet wird, damit ich da vernünftig drunter komme. Es funktioniert häufig, aber auch nicht immer. Hatte ich auch schon in Seminarräumen oder so, dass ich nicht unter den Tisch fahren konnte mit meinen Beinen. Ich kann sie ja nicht irgendwie ausstrecken oder mich irgendwie flexibel machen, sondern der Tisch muss halt hoch genug sein. Ein anderer Ausgleich wäre, dass ich eine Arbeitszeitverlängerung habe, weil ich zum Beispiel, wenn ich mich dann über den Tisch beuge und schreibe, auch immer wieder aufstrecken muss, weil mein Rücken verkrampft, angespannt ist, der mich quasi aufrecht und gerade halten muss. Solche Sachen. Und was ihr auch schon angesprochen habt, dass ich mich zum Beispiel von Prüfungen auch flexibler an- und wieder abmelden kann. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil es halt auch in meinem Fall mal sein kann, dass ich kurz vor der Prüfung außerhalb der Rücktrittsfristen merke, ich
kann beim besten Willen nicht an dieser Prüfung teilnehmen. Und genau, bei solchen Sachen, da sehe ich den großen Vorteil in meinem Nachteilsausgleich. Genau, danke. Auch hier wieder deutlich geworden, sind immer individuell, ne, weil die Nachteilsausgleiche entsprechend der bestimmten Behinderungs- oder Erkrankungsart angepasst werden müssen. Nicht alles ist dann auch umsetzbar. Ne? Wir müssen natürlich, also die Prüfungsausschüsse müssen natürlich gucken, dass vielleicht mit einer Modifikation auch immer noch der gleiche Kompetenzerwerb geprüft werden wird, beispielsweise. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel bei einer Prüfung, wo es wichtig ist, den mündlichen Ausdruck zu prüfen, vielleicht im fremdsprachlichen Studium. Und da gibt es eine mündliche Prüfung und ich beantrage eine Klausur, das wird nicht möglich sein, weil da eine ganz andere Kompetenz geprüft wird. Oder bei sportpraktischen Übungen oder sowas. Ja, versucht man eher in der Regel im Prinzip die gleiche Prüfungsform beizuhalten und zu gucken, wie können denn die Studierenden auch diese Prüfungsform absolvieren, vielleicht durch eine Streckung der Zeit oder bei einem Praktikum durch eine Streckung der Zeit, die Studierenden Zeit haben, diese Praktikumstunden dann zu absolvieren. Aber nochmal ganz klar, eine blinde Person braucht einen anderen Nachteilsausgleich als eine Person, die eine psychische Erkrankung beispielsweise hat. Dann empfehle ich im Prinzip, sich entweder bei uns beraten zu lassen, bei Lukas und mir, oder auch dann bei den Studienfachberatenden in dem entsprechenden Fach oder natürlich im Prüfungsausschussvorsitzenden. Denn auch hier muss natürlich, wie das typisch ist, ein Antrag gestellt werden, der an die Prüfungsausschussvorsitzenden des Fachs oder der Fächer geht, bei Kombinationsstudiengängen wie im Lehramt oder Zweifach-Bachelor beispielsweise, und die dann darüber entscheiden, ob diese Nachteilsausgleiche gewährt werden können. Dazu ist es immer wichtig, ein ärztliches Attest bei Behinderung, also beim Antrag auf Nachteilsausgleich aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit, fachärztliches Attest oder ein psychotherapeutisches Attest beispielsweise vorzulegen, aus dem ganz praktisch, wird oft gefragt, wie sollen die aussehen, ganz praktisch hervorgeht, wie sich denn die ganz konkrete Behinderung oder Erkrankung auf das Studium oder die Prüfungssituation auswirkt. Dabei ist es nicht so entscheidend, da eine genaue Anamnese der entsprechenden Erkrankung aufzuzeigen. Das ist nicht so interessant, sondern der Prüfungsausschuss muss sich vorstellen, wie sich denn die konkrete Beeinträchtigung denn auf das Studium auch auswirkt. Und dann kann darüber entschieden werden, ob Anpassungen möglich sind oder eben manchmal eben auch nicht. Ja, und dann müssen wir gucken, was kann beispielsweise auch insgesamt in den Strukturen, die Hochschule hat, vielleicht ein Teilzeitstudium oder insgesamt eine Streckung des Studiums dazu beitragen, dass man das Studium trotzdem erfolgreich fortführen und auch beenden kann. Okay, ich glaube, da haben wir schon so eine Idee dafür bekommen, wie das ungefähr funktioniert mit dem Nachteilsausgleich. Ich habe jetzt noch mal so, vielleicht um es noch mal ein bisschen konkreter zu fassen, da könnt ihr vielleicht auch alle was dazu sagen. Ich würde jetzt erstmal Robert und Lukas angucken. Was würdet ihr sagen, in welchen Fällen sollte ich denn drüber nachdenken, einen Nachteilsausgleich zu beantragen? Was könnte so für mich als Studentin, als Student so ein Indikator sein? Also man kann ja Nachteilsausgleich beantragen aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung, aber beispielsweise auch bei Pflegeaufgaben, ja, oder wenn man Leistungssportlerin ist, ne? Also immer wenn Situationen vorliegen, die vielleicht eine gleichberechtigte Teilhabe am Studium eben nicht möglich macht. Und ich würde immer dann einen Nachteilsausgleich beantragen, wenn ich tatsächlich merke, dass mich diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, dazu führt, dass ich in meinem Studium nicht vorankomme und wirklich einen Nachteil erlebe. Ja, das ist ja nicht immer so. Ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, es gibt ja Studierende, die vielleicht eine Erkrankung haben, die sich gar nicht so aktiv auf ihr Studium auswirkt und das vielleicht ganz gut irgendwie anders kompensiert wird. Aber wenn sie eine Erkrankung haben oder so starke Pflegeaufgaben, dass sie sagen, naja, aber jetzt brauche ich hier irgendwie einen Ausgleich, ich kann das nicht schaffen, dann sollten sie in jedem Fall immer einen Nachteilsausgleich beantragen. Bei behinderten und krankenspezifischen Nachteilsausgleich kann man vorab sich bei mir beraten lassen, bei Pflegeaufgaben oder bei Studierenden mit Kind, bei Frau Esselborn im Service für Familien beispielsweise. Super, da haben wir dann auch schon so zwei wichtige Beratungsstellen nochmal rausgegriffen, die, falls sie das betrifft, an die Zuschauenden, Zuhörenden, an die sie sich gern wenden können. Jetzt frage ich mich noch, gibt es auch sowas wie eine studentische Selbstorganisation,
Also Henrik, da würde ich jetzt mal in deine Richtung schauen. Ist dir sowas bekannt, dass sich auch Studierende untereinander unterstützen, die ja von einer Behinderung betroffen sind oder von Pflegeaufgaben, die die Kinder haben etc.? Weißt du davon was? Also da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen weniger drin bewandert. Ich habe mitbekommen, dass es verschiedene Hilfskräfte gibt. Also zum Beispiel in meinem Fall kann ich wieder von mir speziell berichten. Ich wurde von einem anderen Rollstuhlfahrer über den Campus geführt vor meiner Immatrikulation, vor meiner Bewerbung. Und das war halt für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für andere, die sich bewerben wollen, halt auch sehr wichtig ist, mit jemandem, der zumindest anteilig ihre Beeinträchtigung teilt, sich auseinanderzusetzen. Und ja, ich denke, wenn ich es noch weiter gebraucht hätte, wenn nicht schon ja fast perfekt jemand da gewesen wäre, der meine Sorgen versteht, dann hätte ich auch über diesen Kontakt weitere Kontakte knüpfen können. Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Problem gewesen wäre. Für meinen Fall, in meinem Fall war es jetzt halt für mich nicht weiter notwendig. Ich hatte da die perfekte Anlaufstelle, konnte denjenigen alles fragen. Er konnte mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Deswegen habe ich mich nicht weiter hineinbegeben. Aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, ja. Also ich empfehle immer, vielleicht auch Kontakt zum ASTA aufzunehmen. Da gibt es jetzt ein Referat, die sich mit behindertenpolitischen Themen hochschulweit befassen. Zwei Personen. Aber es gibt auch studentische Interessenvertretungen, die ganz behindertenspezifisch sein können. Ja, es gibt beispielsweise so eine Vereinigung von Studierenden, Studierenden mit Legasthenie oder der Deutsche See- und Blindenverband oder sowas. Also so behindertenpolitische Verbände, die sich auch an Hochschulen orientieren. Man kann sich aber auch an diese Verbände außerhalb der Hochschule wenden. Ne? Gerade vielleicht als blinde Person, wenn ich ein Mobilitätstraining oder sowas brauche, also wenn ich irgendwie lernen muss, wo sind die Wege oder so, ne, dann empfehle ich auch immer, sich an diese entsprechenden Fachverbände zu wenden. Neben unserem eigenen Beratungsangebot. Bei Henrik hat es jetzt gut geklappt, weil ich einen Mitarbeiter hatte, der im Team im Prinzip auch den Rollstuhl nutzt. Und habe aber nicht so viele Mitarbeiter, habe ich nicht, dass ich alles immer perfekt abdecken kann. Aber wir versuchen, ich kann aber natürlich einen Kontakt herstellen. Das können wir machen. Ne? Also wenn jetzt wirklich jemand fragt, ich habe dieses Bedürfnis, gibt es Personen, die eine ähnliche Geschichte haben oder eine ähnliche Erkrankung oder so und ich jemanden kenne, dann würde ich auch natürlich einen Kontakt dann herstellen zu der Person, sodass die sich austauschen können. Ich weiß aber, dass sich natürlich auch in Fachschaften, in den Fächern selbst auch Studierende natürlich irgendwie zusammenschließen, jetzt hoffentlich wieder besser, was die Präsenz hier an der Hochschule angeht, weil es, glaube ich, einfacher ist, weil man schneller an Kontakt kommt. Aber das kann ich in jedem Fall empfehlen, weil es immer so eine informelle Ebene aufmacht und dann vielleicht auch mal so Sachen gezeigt werden, die ich jetzt nicht kenne oder die, da ich auch nicht immer an jedem Campus bin oder alles so auch immer auf dem Schirm habe. Das haben die Studierenden natürlich anders im Blick als ich. Vielen Dank für die Ergänzung, Robert. Wir nähern uns hier mit großen Schritten dem Abschluss unseres Streams. Ich würde hier noch einmal in die Runde schauen an euch drei und euch fragen, gibt es eine letzte Message, die ihr unseren Zuhörenden, Zuschauenden gerne mitgeben möchtet? Ich fange mal an bei Lukas, danke. Ja, ich habe mir überlegt, es ist ja vieles individuell, haben wir jetzt heute rausgefunden, aber ein paar Sachen gelten wirklich übergeordnet und ich finde, was nicht nötig ist, ist, dass wenn Sie, die Studieninteressierten oder die Studierenden, sich lange mit Dingen beschäftigen und rumplagen und Gedanken sie immer wieder beschäftigen, dann lassen Sie die nicht ungesagt. Ne? Denken Sie nicht, dass Sie mit Sachen alleine zurechtkommen müssen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Beratungsangebote und wenn Institution A gerade vielleicht nicht die richtige ist, dann weiß sie in der Regel, wie weitergeleitet werden muss. Und ich möchte auch nochmal stark machen, dass das Studium, also dass sie vielleicht nicht die Erwartung an sich haben müssen, sofort alles richtig zu machen, weil dafür sind sie ja hier, dass sie auch Dinge lernen und dass sie Dinge ausprobieren können und sich auch
die Zeit geben dafür. Das wäre mir nochmal wichtig zu betonen. Und ansonsten freuen wir uns in der zentralen Studienberatung immer, wenn wir Sie unterstützen können. Ich würde noch gerne zwei Sachen ergänzen. Wir haben ja viel über die Hochschule gesprochen. Es ist auch, wäre auch interessant, sich vor Studienbeginn mal mit dem Studentenwerk auseinanderzusetzen, gerade wenn ich vielleicht einen Wohnheimplatz brauche, der möglichst barrierefrei ist. Die gibt es auch auf dem Campus Golben, die kenne ich, das ist wirklich sehr schöne Wohnheimzimmer. Und da, viele wissen ja, dass die Wohnungssituation auch in Potsdam sehr angespannt ist, deshalb empfehle ich da immer, wer im Wohnheim gerne einen Platz haben will und ein barrierefreies Zimmer brauche, sich frühzeitig an die entsprechende Stelle zu wenden, denn das wird da tatsächlich auch vorgehalten und natürlich primär an die betreffenden Personen auch vermietet. Gleichzeitig empfehle ich auch möglichst früh, wenn das notwendig ist, wenn ich hier persönliche Assistenz benötige für mein Studium oder eine Pflegeassistenz oder sowas, sich möglichst frühzeitig auch an die Eingliederungshilfe zu wenden für die Person, die das relevant ist, weil aus erfahrungsgemäß auch die Antragstellung lange dauern kann. Ein erfolgreicher Studieneinstieg aber oft nur dann möglich ist, wenn dann auch alle Hilfsmittel entsprechend zum Studienbeginn im Oktober auch vorliegen, also dass man tatsächlich dann mein Wunsch wäre natürlich schon ein paar Wochen vorher im September auch schon die entsprechende Assistenz dann auch zur Verfügung hat oder weiß, wie das dann im Oktober mit dem Studienstart dann auch losgehen kann. BAföG, wenn bestimmte BAföG-Anträge natürlich auch gilt, ja für alle Studierenden immer auch einen BAföG-Antrag zu stellen. Ja, wir haben jetzt eine Veränderung im BAföG-Gesetz, also hoffentlich auch der Kreis der BAföG-Berechtigten auch steigt. Aber das empfehle ich im Prinzip, frühzeitig sich darum auch zu kümmern. Genau. Aus Sicht des Studenten kann ich mich nur anschließen und nochmal sagen, ja, selbst wenn man sich nicht sicher ist, wie in meinem Fall, was steht mir zu. Ich wusste zum Beispiel von vielen Nachteilsausgleichsmöglichkeiten, wusste ich gar nichts. Und da gilt das alte Motto, wer nicht fragt, bleibt dumm. Also dann, oder beziehungsweise wer nicht fragt, hat schwerer. So, ich war sehr erfreut über die Möglichkeiten, die ich dann aufgezeigt bekommen habe, auch über die Beratung. Also gerade für Sie, wenn Sie jetzt nachdenken, ein Studium zu beginnen und es stellt aber eine besondere Herausforderung für Sie dar, wegen Ihrer Beeinträchtigung, Ihrer individuellen Eigenschaften, dann, ja, der beste Rat ist, suchen Sie sich die Hilfe, die verfügbar ist, die angeboten wird. Und in meinem Fall war es einfach Gold wert, weil diese riesige Sorge über, ja, den Standort, was das alles angeht, die Wege, was bedeuten Prüfungen für mich, wie komme ich dahin, dann Umstieg von Online auf Präsenz jetzt in diesem Semester, das alles hat riesige Fragen über meinem Kopf aufgeworfen. Allerdings wusste ich immer, ich kann mich an die Leute wenden, ich habe Leute, die ich dazu fragen kann und deshalb lieber nicht scheu sein, lieber fragen und dann jemanden zur Seite bekommen, wie wir jetzt gehört haben, die ganzen Stellen, die dafür verfügbar sind, das war wirklich Gold wert, ja. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall einfach so stehen lassen. Dann ist es an der Stelle an mir, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei unseren beiden Gästen, Henrik Schmidt und Lukas Mielke. Toll, dass ihr heute da wart. Ich bedanke mich auch bei Robert für die Moderation, dass du auch heute hier da warst, Fragen beantwortet hast. Und bei der Kollegin Vera im Backend, die ein bisschen die Kommentare im Blick behalten hat, falls es welche gab, ansonsten zur Verfügung stand. Und Robert, ich glaube, du hast noch was zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Genau. Ich mache noch einen kurzen Werbeblock, wollte ich noch einblenden. Also wer sich vielleicht noch weiter informieren möchte, auch vielleicht für Henrik, wir haben so einen kleinen Podcast, den wir betreiben, der heißt Wir sind UP, den gibt es bei Spotify jetzt auch oder auf unserer Webseite. Und dann wollte ich aufrufen, ab morgen kann man sich auch für den Inklusionspreis oder Inklusionswettbewerb an der Uni Potsdam bewerben und 500 Euro gewinnen. Kann jede Person oder jedes Mitglied an der Hochschule sich Gedanken machen und einen Beitrag einreichen und wir küren dann im Prinzip den Gewinner oder die Gewinnerin. Dann möchte ich Sie herzlich einladen zum Hochschulinformationstag am 10.06. Das ist ja auch nicht mehr lange hin, am Campus Griebnitzsee, beginnt um 9 Uhr. 30, da kann man uns noch mal treffen und live sehen.
aber auch alle Studienfachberatende und alle Serviceeinrichtungen und Beratungseinrichtungen der Universität. Auch das Studentenwerk ist da beispielsweise, die können Sie dort live erleben. Und ich last but not least auch wollte ich auf den nächsten Study Stream hinweisen in 2 Monaten am 13.07. Und dort bearbeiten wir das Thema Prüfungsangst. Genau. Also herzlichen Dank auch von mir. Herzlichen Dank, Magdalena und Vera, für die Organisation. Und ja, bis bald.